Hallöchen, schön, dass du auch bei Teil 4 unserer Quickstart-Tutorial-Reihe über die Polyjob SA342 Gazelle hier in DCS einschaltest. Wie euch der Titel schon verraten hat, beschäftigen wir uns heute mit zwei Arten, einen Hubschrauber zu landen. Es gibt natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, einen Anflug durchzuführen. Neben den normalen gibt es auch eine Menge taktische Anflüge, die ihr üben könnt. Aber wir werden heute zwei dieser Möglichkeiten ausprobieren. Also, auf geht's! Und damit willkommen zurück im Cockpit der SA342 Gazelle hier in DCS. Wir befinden uns momentan nördlich von Kasab und wollen einen Landeanflug Richtung Süden machen. Also, das heißt, wir fliegen hier einen Straight-In-Approach und versuchen quer ab des Rollweges Alpha in einen Hover zu kommen. Ja, ich versuche jetzt gerade mal einfach ran zu zoomen, damit ihr das besser seht. Ja, Track-IR muss mitmachen. So. Also unser Ziel ist quasi, einen Straight-In-Approach hier für Taxiway Alpha zu machen. Das heißt, wir fliegen jetzt gleich die Landebahn sauber entlang, versuchen dann in einen Hover zu kommen, um dann ein Air-Taxi über Rollweg Alpha zum Apron zu machen. So, ich setze jetzt mal das Track-IR zurück und würde sagen, ja, wir reden nicht lange, wir probieren es einfach mal. Also aktive Pause geht raus. Also ihr seht, ich bin mit 52% Torque unterwegs mit unseren 160 Stundenkilometern und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, meine Höhe abzubauen. Ich kann jetzt natürlich einmal die Nase runternehmen. Dadurch erhöht sich natürlich meine Sinkgeschwindigkeit, aber auch meine Fluggeschwindigkeit nimmt zu. Was ich jetzt beim Landeanflug natürlich machen möchte, ich möchte meine Fluggeschwindigkeit halten und meine Sinkrate trotzdem erhöhen. Und dafür muss ich den Collective benutzen. Das heißt, ich nehme jetzt den Collective etwas runter. Ihr seht, vorne haben wir jetzt etwa, ja, jetzt wieder 50, jetzt wieder 40% Torque. Und ihr seht, die Sinkrate geht runter und die Geschwindigkeit bleibt gleich. Denkt wieder dran, wenn ihr den Collective benutzt, müsst ihr gegebenenfalls auch ein bisschen mit dem Anti-Torque-Pedal arbeiten. Ja, wir sind jetzt hier schon ziemlich gut auf der Landebahnmitte ausgerichtet. Ja, euch jetzt hier so ein bisschen durchzuquatschen, was ich mache, fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Was ich mache, ich gucke jetzt diesen Punkt an, wo ich in meinem Hover sein möchte und versuche meinen Flugweg anzupassen. Es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen. Man muss das üben. Also, ich benutze quasi mein Collective, um meine Sinkrate entweder zu erhöhen oder eben zu brechen. Jetzt gerade nehme ich den Collective wieder etwas dazu, um eben nicht zu schnell zu sinken, weil ich möchte nicht bei der Touchdown-Zone unten an der Runway sein, sondern hinten am Taxiway. Mit einem Flugzeug müssten wir natürlich in der Touchdown-Zone landen, aber mit dem Hubschrauber muss ich da ja noch nicht unten sein, sondern ich kann ja einfach am Rollweg in einen Hover übergehen. Ihr müsst das üben. Jetzt zum Beispiel fliege ich gerade Level, weil ich gemerkt habe, ich bin zu niedrig. Jetzt geht der Collective wieder etwas nach unten. Denkt auch wirklich dran, mit den Anti-Torque-Pedals zur Not zu arbeiten, um schön auf der Runway-Mitte zu bleiben. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich nehme die Nase etwas nach vorne, baue auch nochmal Geschwindigkeit auf und erhöhe auch die Sinkrate. Jetzt kommt die Nase wieder hoch. Also ihr seht, das sind so ganz, ganz feine kleine Inputs, die ich hier machen muss, um eben quer ab dieses Rollweges Alpha in einem Hover zu sein. Jetzt nehme ich den Collective noch etwas mehr runter und jetzt blende ich euch auch mal meine Controls ein. Entschuldigt, das hatte ich vergessen, damit ihr eben auch seht, was hier passiert. Ihr seht, ich habe ein bisschen mit dem Anti-Torque-Pedal zu tun. Ansonsten fliegt der Hubschrauber aber gerade mehr oder weniger stable. Und wie gesagt, ich gucke immer noch diesen Punkt an und versuche eben, den Hubschrauber so abzuschätzen, dass ich da rauskomme. Jetzt kommen wir unter die 80 Knoten. Jetzt brauche ich auch wieder mein Anti-Torque-Pedal, wenn ich jetzt mehr Collective gebe. Ihr seht es links unten. Und jetzt fange ich den Hubschrauber langsam ab und gehe quasi aus dem Vorwärtsflug in so ein Air-Taxi über. Das ist ja das, was wir schon im Take-Off-Part etwas geübt haben. Ich merke mir wieder meine 52% Torque. Da weiß ich ja, dass ich damit in einem Hover ankomme. Ja, und jetzt mache ich, genau, jetzt nehme ich die Nase noch etwas nach oben und halte quasi den Hubschrauber an. Und jetzt mache ich ein ganz normales Air-Taxi. Das heißt, ich verlasse jetzt die Bahn. Das ist jetzt genau dasselbe wie im Take-Off-Part. Also gucken, dass man nicht zu schnell wird. Schön über die gelbe Linie
Ich beschleunige hier schon wieder etwas zu viel. Nase hoch. Und ein bisschen zu viel Pedal. Also ihr müsst das wirklich üben. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Es gibt da kein Geheimrezept. Ihr braucht dieses Muscle Memory. Also das, dass ihr das einfach koordinieren könnt. Die Füße mit den Händen und so weiter. Das ist im echten Hubschrauber auch so. Und natürlich auch hier in DCS. Ja, jetzt geht es hier über Alpha weiter. Und dann drehen wir jetzt einfach noch hier nach rechts. Bin schon wieder viel zu schnell. So, und wieder nach links. Und da ist schon unser Landehaar. Und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist eigentlich dasselbe wie beim Hovercheck auch aus dem dritten Teil. Wir gehen jetzt in den Hover über und setzen den Hubschrauber langsam nach unten. So, wieder aufpassen mit dem Collective, wieder mit den Ruder, mit den Anti-Torque-Pedals arbeiten. Und Touchdown. Glückwunsch, ihr habt eure erste Landung in der Gazelle gemacht. Okay, das war jetzt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu viel und ein bisschen zu schnell. Natürlich müsst ihr diesen Hover nicht machen. Ihr könnt auch die Landebahn benutzen, das zeige ich euch jetzt mal. Ihr sucht euch einfach irgendeinen Punkt oder, wenn euch das noch zu schwer fällt, nutzt einfach die komplette Landebahn und versucht einfach dieses Abbremsen, diesen Break zu machen. Ja, also das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal nach unten, versucht da wirklich mit dem Collective, mit den Pedalen einfach mal zu üben. Ihr seht, ich nehme jetzt die Nase hoch, breche die Geschwindigkeit, schau, dass ich langsamer werde. Und dann könnt ihr natürlich auch einfach mal ganz easy das auf der Landebahn üben. So, wieder ein bisschen Collective. Gucken, dass ihr nicht zu schnell aufsetzt. Und schon sitzt ihr auf der Bahn. Und das Schöne an so einer langen Landebahn ist, ihr könnt das starten, landen, üben, üben, üben. So habe ich das auch gemacht. Das heißt, wir können gerade nochmal abheben. Einfach wieder ein bisschen Vorwärtsfahrt aufnehmen, nicht zu viel. Und dann macht ihr das Ganze einfach nochmal. Das heißt, ihr nehmt dann wieder die Nase hoch, den Collective etwas nach unten und übt diesen Landeanflug. Also sprich, das Annähern an dem Boden, dann die Geschwindigkeit quasi zu verringern und in einer sauberen Bewegung auch mit dem Collective den Hubschrauber abzufangen und aufzusetzen. So, ich probiere das gerade nochmal. Ja, die war jetzt nicht ganz so gut. Wir wollen nicht mit dem Hubschrauber über dem Boden sliden. Also wir wollen die Geschwindigkeit vorher so raus haben, dass wir uns quasi, dass wir in einer Bewegung anhalten und wieder aufsetzen. Ja, ich würde fast sagen, wir machen das einfach nochmal. Also wieder Vorwärtsfahrt aufnehmen. Nase wieder nach oben, Collective nach unten. Geschwindigkeit rausnehmen, Collective anpassen. Ihr seht schon, da brauche ich wieder Anti-Torque-Pedal, weil wir unter den 70 km/h sind. Nicht Knoten, km/h. Und Touchdown. Wunderbar. Ja, im zweiten Teil dieses Videos wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, mal auf einem Farb zu landen. Ich habe da vorne direkt neben Kasab einfach mal so ein kleines Farb gebaut und wir versuchen da jetzt eine Spot-Landing. Ich zoome mal gerade rein und zeige euch das. So, da vorne stehen jetzt ein paar Trucks und da sind quasi mit so Reifen ein Hubschrauberlandeplatz abgesteckt und da versuchen wir jetzt eben drauf zuzufliegen und genau da, wie wir es auch auf der Landebahn geübt haben, so eine Spot-Landing zu machen. Ich zoome mal hier gerade wieder raus und mache mal die aktive Pause raus und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. So, auch hier wieder ein Zusammenspiel zwischen dem Collective, den Anti-Torque-Pedals und dem Cyclic. Ich gucke diesen Punkt wieder an und versuche eben meinen Hubschrauber dementsprechend zu managen. Jetzt merke ich zum Beispiel, ich bin viel zu hoch. Das heißt, ich nehme den Collective jetzt auch wirklich nach unten, um eben schneller zu sinken und gleichzeitig trotzdem noch Geschwindigkeit abzubauen. Die Geschwindigkeit ist nämlich auch recht hoch. Also je später ihr korrigiert, desto stärker muss eure Korrektur sein. Ja, je früher es euch auffällt, desto sanfter könnt ihr korrigieren. Und ihr wisst ja, je langsamer und sanfter ihr das macht, desto einfacher ist es auch. Also lieber langsam, weil langsam ist schnell, ne?
Und schnell ist langsam und so weiter. Genau, und jetzt kommen wir hier quasi an. Ich versuche jetzt auf die Mitte dieses abgesteckten Hubschrauberplatzes zu zielen. Sucht euch da einfach wieder einen Referenzpunkt. Ihr könnt den kleinen Soldaten da vorne nehmen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Direkt aufsetzen oder ich entscheide mich für die zweite Möglichkeit. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Hover, gehe wieder auf meine 52% Torque, arbeite mich quasi ganz vorsichtig hier in die Mitte, nehme dann den Collective langsam runter. Und, na komm, aufgesetzt. Also hier ist es wirklich komplett euch überlassen, ob ihr direkt mit dem Abbremsen aufsetzt oder erst in den Hover übergeht und dann den Hubschrauber langsam auf den Boden lasst. So, Freunde, das war's schon. Ich glaube, in diesem Fall hilft es nicht zu viel darüber zu reden. Ihr müsst das einfach üben, üben, üben. Das Landen kann am Anfang wirklich frustrierend sein, aber ihr werdet eine unglaublich steile Lernkurve sehen, sobald euer Muscle Memory ein bisschen eingeübt ist. Ich hoffe, dieser Teil hat euch ein bisschen geholfen, das Landen der Gazelle zu erlernen. Ich hatte erst vor, als nächsten großen Teil die Navigation zu machen, aber ich will nicht mehr länger warten. In der nächsten Episode wird's explosiv. Ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder. Bis dahin, alles, alles Gute für euch.